Sechs Tage bis zur Wahl. Wir lesen überall, dass es Rekordmessungen gibt, was die Anzahl der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler betrifft. Die Wahl ist weiterhin spannend und ist weiterhin offen. Und wir sagen sehr deutlich, dass die spannendste Frage nicht nur die Kanzlerfrage ist, sondern es ist vor allen Dingen wichtig, welche Regierung und in welche Richtung die Politik geht. Deswegen wollen wir hier heute auch nochmal in Klarheit unsere zentralen Punkte, die für einen Politikwechsel stehen, benennen. Im Moment sehen wir, dass Olaf Scholz sich ganz große Mühe gibt, die Kontinuität, indem er auch das Symbol der Raute immer wieder nutzt, darzustellen. Und unsere Auffassung ist, dass es genau diese Kontinuität nicht geben sollte, sondern dass wir dringend einen Wechsel brauchen. Eine Neuauflage von vielleicht Rot-Schwarz oder doch noch Schwarz-Rot oder eine Ampel wird es auf dieser, nach unserer Auffassung nach, nicht geben. Deswegen sagen wir ganz klar, das wird Sie nicht überraschen, die Linke macht den Unterschied. Wir wollen Gewicht auf der Waage des Politikwechsels sein. Die Frage ist, kriegen wir eine Regierung, die bei Löhnen, bei Renten, bei Steuern, bei Mieten wirklich das Leben der Mehrzahl der Menschen verbessert? Oder gibt es nur leichte Korrekturen? Und da ist unsere zentrale Position, je stärker die Linke sein wird, desto wahrscheinlicher wird ein Politikwechsel sein. Die Linke ist das Team Politikwechsel. Wir wollen kein Weiter-so. Ich will drei der Punkte hier kurz benennen. Einer der zentralen Punkte in der Wahlauseinandersetzung ist aktuell die Rentenpolitik. Und im Kern sagt Olaf Scholz Stabilität von Renten, was mich doch ein klein wenig wundert, denn die Sozialdemokratie haben in 19 der letzten 23 Jahre den zuständigen Minister für Renten gestellt. Und ich kann einfach nur konstatieren, dass diese Stabilität nicht die Stabilität ist, die wir wollen. Wir sehen bei einem Blick nach Österreich, dass dort die Renten im Durchschnitt um 800 Euro höher sind. Deswegen, wir brauchen eine große Rentenreform und kein Weiter-so. Sie kennen dort unsere zentralen Punkte. Alle müssen einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenze muss nach oben. Der Riester-Quatsch muss aufhören. Große Rentenreform ist das Ziel und nicht ein Versprechen von Stabilität. Das Rentenniveau sollte auf das Niveau wie zu Helmut Kohls Zeiten angehoben werden. Ein zweiter zentraler Punkt, um den allgemein geredet wird, ist das Thema Steuern und da in besonderer Weise aus unserer Sicht die Entlastung der Leistungsträgerinnen und Leistungsträger. Es ist enorm wichtig, dass wir deutlich sagen, wir wollen die Mehrheit der Menschen in unserem Land entlasten. Das ist enorm wichtig und wir wollen genauso klar und deutlich sagen, wir sind bereit, uns mit den Superreichen in diesem Land anzulegen. Deswegen unser Vorschlag einer einmaligen Vermögensabgabe und auch die Wiedererhebung der Vermögenssteuer, das ist ja einer der spannendsten Punkte, weil Sozialdemokraten und Grüne fordern das in der Substanz auch. Offensichtlich geht die Öffentlichkeit nur sehr begrenzt davon aus, dass es auch wirklich kommt. Das wird es nur mit uns geben. Und ich sage auch ganz klar, das Thema Kinderarmut hat Gott sei Dank, ein klein wenig haben wir dazu beigetragen, in diesem Wahlkampf jetzt doch noch einen Stellenwert erreicht. Wenn wir darauf verweisen, in einem Bundesland, und heute ist ja ein besonderer Tag für Kinder, jedenfalls nach der UNESCO, in einem Bundesland ist heute Feiertag. Und zwar genau aus diesem Grunde, das ist Thüringen. Es ist eben nicht egal, wer regiert. Wir wollen eine Kindergrundsicherung umsetzen, dass die Leistungen, die zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich bei den Kindern ankommen. Und ein letzter Punkt, den ich erwähnen will. Mit einigem Interesse habe ich ja die Ankündigung zur Kenntnis genommen, dass Armin Laschet heute mit Rainer Haseloff und Herrn Kretschmer ein Papier bezüglich der Angleichung der Lebensverhältnisse Ost vorstellen will. Ich will erstmal schlicht konstatieren, dass 30 Jahre nach der deutschen Einheit wir immer noch diese Diskrepanz haben. Und wenn jetzt ausgerechnet die CDU einen Plan vorlegt, dann hat das auch eine sehr ironische Komponente. Angela Merkel hatte schon 2005 angekündigt, dass die Renten in der nächsten Legislatur angeglichen werden. Das ist nicht geschehen. Wir haben weiterhin eine riesige Lohndiskrepanz. Und wenn jetzt ausgerechnet Herr Haseloff das auch noch vorstellt, der hat in seiner letzten Regierung sage und schreibe einen Ostminister. Ansonsten bestand das ganze Kabinett aus Menschen aus den alten Bundesländern. Aber gar kein Problem, wenn auch Leute aus den alten Bundesländern Minister sind. Also. Aber die Situation, dass es in den alten Ländern nicht einen Minister aus dem Osten gibt, im Osten aber ganz viele aus dem Westen, dass in der Bundesregierung
aktuell nicht eine Ministerin und ein Minister aus dem Osten ist, wenn man sich die Ministerien, die Abteilungsleiter und anguckt, dann finde ich, ist die Vorstellung eines Papiers zur Angleichung der Lebensverhältnisse wirklich nur mit einer ironischen Komponente zu kommentieren. Wir sind die Partei, die Interessen der Ostdeutschen in besonderer Weise wahrnimmt. Wir haben dafür gesorgt, dass vieles auch auf den Weg gebracht wurde. Wir sind auch die Partei, die sich ganz konkret vielfach engagiert in Regierungsverantwortung, in Opposition, Oberbürgermeister, Landräte und so weiter. Aber das wird eben nur entschlossen weitergehen mit einer starken Linken im Deutschen Bundestag. Und deswegen in großer Klarheit, Rentenangleichung mit uns sofort. Und die Löhne müssen in der nächsten Legislatur angeglichen werden. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, von Arbeit muss man leben können. Und Deutschland hat einen großen Niedriglohnsektor, einen der größten in Europa. Mittlerweile arbeiten 12 Millionen Menschen unter 13 Euro die Stunde. Das zeigt also, wie groß dieses Problem ist, dass Menschen jeden Tag arbeiten gehen und in Teilzeit, in Vollzeit und trotzdem aufstocken müssen, dass sie ihren Kindern erklären müssen, dass ein Ausflug oder ein Kinobesuch einfach nicht drin ist. Und deswegen wollen wir die Löhne erhöhen. Wir sagen rauf mit dem gesetzlichen Mindestlohn auf 13 Euro. Niemand sollte für weniger die Stunde arbeiten. Und ein gesetzlicher Mindestlohn von unter 13 Euro wird auch garantieren, dass Menschen in die Altersarmut rutschen. Das wollen wir nicht. Wir wollen gute Löhne und gute Renten. Und das 13 Euro gesetzlicher Mindestlohn. Wir wollen die Tarifverträge stärken, weil immer mehr Menschen in diesem Land überhaupt nicht mehr tarifgebunden sind. Und wir wollen die prekäre Beschäftigung, die ausufernde prekäre Beschäftigung eindämmen. Das heißt, Schluss mit dem Missbrauch von Werkverträgen. Wir wollen die sogenannte sachgrundlose Befristung abschaffen. Das heißt, dass Menschen sich von einer Befristung zur nächsten hangeln, immer in Unsicherheit. Und wir wollen die Leiharbeit verbieten. Das sind wichtige Punkte, um gute Arbeit durchzusetzen. Und es sind ja auch gerade viele Frauen, die im Niedriglohnbereich arbeiten. Das sehen wir zum Beispiel im Handel. Einige der reichsten Männer in diesem Land sind ja die Besitzer von Handelskonzernen, von Einzelhandelsketten. Aber viele Kassiererinnen werden eben abgespeist mit befristeten Verträgen und mit niedrigen Löhnen. Und deswegen gilt auch unsere Solidarität gerade in dieser Woche ganz besonders den Beschäftigten im Handel und Verdi, die ja für das kämpfen, was sie verdienen, nämlich endlich höhere Löhne. Das sind die Menschen, die während der Pandemie nicht ins Homeoffice konnten, die harte Arbeit gemacht haben, die den Laden am Laufen gehalten haben. Und deswegen unsere Solidarität mit den Verkäuferinnen und Verkäufern, mit den Kassiererinnen, mit den Menschen, die in den Lagern arbeiten, im Einzelhandel und im Großhandel. Und deswegen unsere Solidarität, weil wir gerade dafür sorgen müssen, dass eben auch gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, dass die Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern dagegen vorgegangen wird und die sogenannten Frauenberufe auch endlich aufgewertet werden. Und deswegen sagen wir, wir brauchen wirklich eine Anstrengung für höhere Löhne, höherer gesetzlicher Mindestlohn, Tarifverträge und die Eindämmung der prekären Beschäftigung. Gute Arbeit gilt auch im Bereich der Pflege. Wir haben den Pflegenotstand, der ist deutlich älter als die Pandemie. Und wir wissen, dass die Pflegekräfte seit Jahren deutlich machen, dass sie entlastet werden müssen, dass sie viel zu wenig Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben. Und die Corona-Pandemie hat es gezeigt, noch mal ganz deutlich, wie die Situation ist. Und nur Applaus zahlt keine Miete und Klatschen keine Rechnung. Deswegen brauchen wir dringend eine Aufwertung der Pflegeberufe. Wir sagen 500 Euro mehr pro Monat. Und wir brauchen eine Offensive, um mehr Menschen wieder für den Beruf zurückzugewinnen und zu verhindern, dass Menschen den Beruf zu verlassen. Weil wir immer wieder hören, dass Menschen so überlastet sind, dass ihre Arbeit faktisch krank macht. Dass Menschen nach Jahrzehnten Arbeit in der Krankenpflege, in der Altenpflege, ja, also auf viel zu niedrige Renten hinlaufen. Und wir brauchen dringend eine Aufwertung. Deswegen sagen wir, Krankenhäuser in die öffentliche Hand. Schluss mit diesem Fallpauschalensystem. Wir brauchen eine gute Personalbemessung.
Leistungen. Auch dafür kämpfen die Beschäftigten ja jetzt gerade. Schluss mit der Zweiklassenmedizin. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, was nach den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten und der Beschäftigten ausgerichtet ist. Und deswegen müssen wir dringend hier auch die Lehren ziehen aus dieser Krise. Dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die bezahlbaren Wohnungen. Die Linke ist die einzige Partei, die sich deutlich dazu bekennt und sagt, wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel. Wir brauchen ihn, um die Verdrängung von Mieterinnen und Mietern aus den Innenstädten zu verhindern. Wir haben in vielen Städten die Situation, dass ja noch schon lange nicht mehr nur Geringverdiener, sondern auch die Leute mit ganz normalem Einkommen größte Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Und wir sagen ganz deutlich, Wohnungen, das ist ein Zuhause für Menschen. Die sind kein Anlage- und Renditeobjekt, das zu Spekulationszwecken die Mieten in die Höhe getrieben werden oder Häuser leer stehen. Nein, wir brauchen den Schutz der Mieterinnen und Mieter und deswegen brauchen wir eben einen bundesweiten Mietendeckel. Gerade auch mit Blick auf die jungen Menschen, wo viele eben nicht zu Hause ausziehen können, weil sie einfach überhaupt keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Es gibt zu wenig studentischen Wohnraum, aber auch für die Auszubildenden, für die jungen Beschäftigten, die ja besonders stark auch von befristeter Beschäftigung betroffen sind, die bei den hohen Mieten überhaupt keine Wohnungen mehr finden. Deswegen dringend mehr bezahlbarer Wohnraum. Und das reicht eben nicht. Bauen, bauen, bauen. Wir können nicht die letzte Fläche versiegeln. Das ist auch ökologisch nicht so sinnvoll. Und man kann der Vernichtung von bezahlbarem Wohnraum nicht hinterherbauen. Wir müssen eingreifen in den Wohnungsbestand und dafür sorgen, dass Wohnraum für alle bezahlbar ist. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, Schluss mit der Politik der verlorenen Zeit. Es darf nicht noch 4 Jahre so weitergehen. Mit Blick auf den Klimawandel brauchen wir dringend jetzt Maßnahmen, dringend höhere Investitionen und höhere Einnahmen für die Verkehrswende und für die Energiewende, für den Umbau der Industrie. Wir brauchen endlich ein Vorgehen gegen explodierende Mieten, weil wir wollen nicht in eine Situation kommen, wo wir in 4, 5, 8 Jahren eben sich wirklich nur noch die mit überdurchschnittlichen Einkommen überhaupt Wohnungen in den Innenstädten leisten können. Wir wollen etwas tun gegen die Armut in diesem Land und wir müssen den Pflegenotstand bekämpfen, damit nicht immer mehr Fachkräfte auch aus dem Beruf ausscheiden. Deswegen brauchen wir einen Politikwechsel für soziale Gerechtigkeit, für Klimaschutz, für eine friedliche Außenpolitik. Dafür stehen wir als Partei Die Linke. Und ein Politikwechsel braucht eine starke Linke, weil unsere Befürchtung ist, dass es sonst ein Weiter-so geben wird. Und deswegen werben wir jetzt in dieser letzten Woche auch noch um alle Stimmen und die vielen Unsicheren, die es gibt. Dietmar hat das angesprochen, viele haben ihre Wahlentscheidung noch nicht getroffen. Wir brauchen eine starke Linke im nächsten Deutschen Bundestag, damit doch gerade die Menschen, die viel zu wenig gehört werden in diesem Land, dass die auch eine Stimme haben im Parlament und deren Forderungen, nämlich die Forderungen, von denen die Mehrheit der Menschen profitieren würde, in diesem Land eben auch deutlich formuliert werden. Herzlichen Dank. Gibt es dazu Nachfragen? Frau Brühe. Guten Morgen. Ich würde einmal gern zum Triell fragen wollen, das letzte vor der Bundestagswahl. Wie bewerten Sie das? Haben sich da zwei potenzielle Koalitionspartner, damit meine ich natürlich nicht die Union, für Sie vielleicht auch adäquat gezeigt? Thema Mindestlohn wurde auch angesprochen bei der Thematik zum Beispiel. Also ich habe tapfer mir alle drei Trielle angeschaut. Und ich sage auch, gestern ging es, da haben Sie völlig recht, das erste Mal auch substanziell um soziale Fragen. Man sieht aber im Übrigen auch bei den Quoten der Zuschauerinnen und Zuschauer, dass das die Menschen nur noch begrenzt interessiert. Denn eines ist deutlich geworden, so riesig sind die Unterschiede nicht und das Triell hat inzwischen auch was Kurioses. Denn ich glaube, in diesem Land glaubt niemand mehr, dass es eine Kanzlerin geben wird. Das ist ausgeschlossen und deswegen finde ich, dass da viele auch mal drüber nachdenken sollten, ob das denn ein Format ist. Denn diejenigen, die über die Richtung der Politik wesentlich mitentscheiden werden, saßen oder standen dort nicht an den Tischen. Ich sage ganz klar, es ist deutlich geworden, wenn Olaf Scholz, wenn Annalena Baerbock ihre Wahlversprechen einhalten wollen. Mit mir gibt es einen Mindestlohn von 12 Euro. Ich habe so die Vermutung, dass das mit der Union und mit der FDP nicht sein wird. Wir werden eine Kindergrundsicherung durchsetzen. Ich habe so die Vermutung, das wird es
mit der FDP und mit der Union nicht geben. Und deswegen ist ganz klar, wenn wirklich einen Wechsel in der Politik wollen, wenn es nicht nur um Nuancen geht, denn das ist ganz klar, für Nuancen braucht es uns nicht. Da sind wir auch nicht bereit, überhaupt in Gespräche zu gehen, wenn es ein Weiter-so geben soll. Ein Weiter-so wird es mit der Linken nicht geben. Aber das, was Union und FDP im Moment im Wahlkampf sagen, ist ausgeschlossen mit uns. Mit Sozialdemokraten und Grünen gibt es eine Grundlage für Gespräche. Vielleicht, wenn ich nur ergänzen darf. Also die Frage ist ja SPD und Grüne, aber mit wem? Und nur ist es so, dass ich glaube, es gibt so gut wie keinen Wähler oder keine Wählerin in diesem Land, die sich überlegt, was wähle ich denn jetzt, die FDP oder die Linke? Weil das ist ja auch logisch, weil wir fordern die Vermögenssteuer, die FDP fordert Steuersenkungen. Wir fordern gesetzlichen Mindestlohn zu erhöhen, die FDP will das nicht. Also an so vielen Stellen haben wir gegensätzliche Positionen. Und deswegen ist es ja keine profane Frage, ob man am Ende es eine Koalition mit der FDP gibt oder mit der Linken. Und ich finde, gerade wenn Lindner sagt, mit ihm wird es überhaupt keine Steuererhöhung geben, also ich will nur daran erinnern, dass Herr Olaf Scholz als ein Bedingung für eine Koalition genannt hat, man müsste eine solide Finanzpolitik machen. Da frage ich mich bei diesem steuerpolitischen Voodoo, das die FDP da betreibt, also solide ist das ganz sicher nicht. Ja, und wenn Lindner sagt, Steuererhöhung schließt er aus, dann ist ja die Frage, wie will man das überhaupt alles finanzieren? Also von daher, wir kämpfen für eine starke Linke. Ich bin ein bisschen irritiert darüber, wie sehr auch gerade die SPD da die FDP umwirbt in diesen Tagen, weil ich mir einfach denke, das ist doch die nächste Ausrede, warum man 4 Jahre lang sagt, leider können wir das nicht umsetzen und das nicht umsetzen, weil die letzten 8 Jahre war es halt die Union, die es verhindert hat. Und dann ist es die FDP. Von daher, wir kämpfen für eine starke Linke, weil wir eben wirklich die soziale Gerechtigkeit voranbringen wollen. Und da müssen sich SPD und Grüne im Zweifel überlegen, machen sie wieder Kompromisse nach rechts? Ja, und machen Sie wieder Zugeständnisse an diese Parteien oder sagen Sie, es gibt kein Weiter-so und machen Kompromisse eben nach links? Das, finde ich, ist eine entscheidende Frage. Aber bis zum Wahlsonntag kämpfen wir um jede Stimme. Und desto stärker die Linke ist, desto stärker werden eben auch die sozialen Themen sein. Und der Druck, eben wirklich eine Vermögenssteuer nicht nur zu prüfen, sondern sie wirklich mal einzuführen, zu einer Umverteilung von gesellschaftlichem Reichtum zu kommen. Weil das ist dringend notwendig, wenn 45 Familien in diesem Land so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, dann ist das einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und daran muss sich etwas ändern, damit die Menschen, die hart arbeiten in diesem Land, die jeden Tag den Laden am Laufen halten, auch endlich stärker am gesellschaftlichen Reichtum, den sie produzieren, auch beteiligt sind. Haben Sie noch eine Frage, Frau Frühhoff? Ja, gerne. Ich würde einfach weitermachen. Zum Thema Finanzausschuss. Ich würde einfach mal so die Themen des Tages heute mal ansprechen wollen noch. Es gibt eine Sondersitzung des Finanzausschusses. Die Union wirft dem Finanzminister beim Thema Geldwäsche Versäumnisse vor. Wie sieht das die Linke? Würden Sie diese Vorwürfe mittragen oder sagt man vielleicht Wahlkampfmanöver, die dahinter stecken? Naja, also wir haben nicht erst jetzt dieses Thema aufgerufen. Und es ist auch nicht nur diese eine Finanzbehörde. Also Warburg Bank, Wirecard, das sind ja alles Dinge, die man sehr ernst nehmen muss. Und deswegen ist auch das Mindeste, jetzt Wahlkampf hin, Wahlkampf her, dass diese Dinge transparent aufgeklärt werden müssen. Dass die Union das offensichtlich auch wahlkampfmäßig nutzt, so ist das nun mal eine Woche vor der Wahl. Aber das eigentliche Versäumnis, man kann nur etwas nutzen, wenn es auch irgendetwas gibt. Also Rauch ist nur da, wo auch Feuer ist. Und deswegen ist das Mindeste, dass Olaf Scholz versichert, und eine Erklärung da abgibt, dass es nicht nach dem Wahltag neue Veröffentlichungen, neue Enthüllungen gibt. Das ist doch der Kern. Und diese Behörde muss gestärkt werden, wie insgesamt ja festzustellen ist. Also Olaf Scholz war jetzt 4 Jahre Finanzminister und konstatiert nach den 4 Jahren, dass die Schere zwischen Arm und Reich bei Rieseneinkommen und Armut in unserem Land größer geworden ist. Da würde ich mal die vorsichtige Frage stellen, wer denn da zumindest eine Mitverantwortung trägt. Und das ist der politische Punkt. Und dass der Finanzausschuss heute tagt, das sehe ich als richtig an. Wir haben das gemeinsam mit FDP und Grünen unterstützt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Olaf Scholz kommt, aber eigentlich erwarte ich das. Das wäre das Mindeste, dass er dort Rede und Antwort steht. Die Fragen, die gestellt werden können, kann er ja alle beantworten. Würde ich eine letzte Nachfrage noch stellen wollen zum Thema Bundestagswahlen. In einer Woche sind wir dann hoffentlich alle schlauer. Was sind denn Ihre Ziele oder die Ziele der Linken? Wo Sie hatten, Herr Bartsch, ich glaube, Sie hatten mal von zweistellig gesprochen. Ja. Die Linke liegt jetzt ungefähr bei 6% seit Monaten gefühlt. Bleiben Sie bei der Zweistelligkeit oder
Sind Sie ein bisschen gewohnt bei den Erwartungen? Ja. Also, wissen Sie, ich habe zweistellig genannt aus einer gewissen Logik. Wir hatten beim letzten Mal 9,2 und das ist ein Wahlziel, nicht wir verschlechtern uns, sondern wir verbessern uns. Und ich kenne die Zahlen. Und es bleibt natürlich das Ziel, diese Stimmenzahl zu maximieren. Könnte aber sein, dass die Zielstellung nicht 100% aufgeht mit dem Zweistellig. Wollen wir mal schauen. Aber wissen Sie, wir haben erlebt bei der letzten Landtagswahl, was Umfrageinstitute geleistet haben und wie Ergebnisse waren. Und ich will da wirklich noch mal gern dran erinnern oder ungern. In der Woche vor der Sachsen-Anhalt-Wahl gab es ein Institut, das hat die AfD vorn gesehen und der größte Abstand war bei 4%. Und es waren 17. Und da Sie ja fragen, will ich dann auch zumindest mal erwähnen, dass der Deutschlandtrend bei der letzten Umfrage in Sachsen-Anhalt uns hinter der SPD und gleich auf mit den Grünen hatte. Sie kennen die Realität, die Grünen waren Sechster und die SPD war deutlich hinter uns. Also ich schaue dann am Sonntag auf die Ergebnisse und dann können Sie mich fragen, Sie wollten zweistellig werden und dann werde ich sagen, das stimmt. Das stimmt, beim nächsten Mal. Aber wir wissen ja auch, dass je nachdem, wie die Schätzungen sind, 30-40% der Menschen noch nicht richtig entschlossen sind, wen sie wählen. Von daher starten wir jetzt in diese letzte Wahlkampfwoche. Und ich muss sagen, ich finde es großartig, wie mobilisiert die Partei ist, unsere vielen Mitglieder vor Ort, die an Zehntausenden von Haustüren alleine in der letzten Woche geklingelt haben, Gespräche geführt haben, auf die Marktplätze gegangen sind. Wir haben sehr, sehr viele Neueintritte in die Partei, was uns natürlich auch sehr freut. Und wir müssen noch mal auf die Mobilisierung setzen, weil wir ja oft die Tendenz haben, dass wir dort am stärksten sind, wo die Wahlbeteiligung ein bisschen schwächelt. Ja, deswegen wollen wir gerade noch mal dorthin gehen, um Menschen auch zu motivieren, zu mobilisieren, deutlich zu machen, wir können Gesellschaft verändern. Es ist nicht, kein Anlass zur Resignation oder zur Ohnmacht, sondern bei dieser Wahl geht es richtig um was und deswegen die Menschen auch zu mobilisieren. Und das werden wir jetzt in dieser Woche. Wir starten beide gleich jetzt wieder und in den Wahlkampf. Das wunderschöne Bitterfeld. Ne? Ja. Nach Bitterfeld und nach Halle werden wir heute fahren, machen die Woche noch mal wirklich Wahlkampf und versuchen so viel wie möglich Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis am Sonntag aussieht. Aber wir kämpfen bis zur letzten Minute und da ist die Partei auch wirklich großartig mobilisiert. Und ich bin sehr stolz darauf, wenn ich das sehe, wie gut die Kundgebungen laufen, wie großen Veranstaltungen und wie unglaublich engagiert unsere Mitglieder sind. Das macht wirklich Freude. Ich habe noch zwei Fragen von Herrn Bochow von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Die erste Frage. Beim gestrigen Triell konnte man den Eindruck haben, dass sich SPD und Grüne schon sehr einig sind. Halten Sie es für denkbar, dass es für Rot-Grün am Ende reicht und die Linken dabei hinten runterfallen und die 5%-Hürde nicht schaffen, weil sie Stimmen an SPD und Grüne verlieren? Beides undenkbar. Nächste Frage. Zweite Frage, warum haben die Linken in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern relativ schlechte Umfragewerte und wie beurteilen Sie die Chancen für eine Regierungsbeteiligung in diesen Ländern? Also ich kann mich zu Mecklenburg-Vorpommern insoweit äußern. Wir hatten eine Ausgangsposition von 13,4% bei der letzten Landtagswahl und ich hoffe, dass wir dort sehr dicht drankommen. Und alle Umfragen sagen, dass es Mehrheiten dort gibt für Beendigung der ehemals großen Koalition. Und eines ist ganz klar, dass wir als Linke das wollen. Unser Ziel, dort ein rot-rotes Bündnis zu erreichen, ist in Mecklenburg-Vorpommern eindeutig. Das ist benannt und es ist möglich. Aber da muss man klar sagen, dass es auch da darum geht, dass es wirklich eine Veränderung in der Politik geht. Und was Berlin betrifft, da wissen Sie, das ist so offen. Das ist so offen, da haben wir eine Regierung, die, finde ich, sehr gut zeigen kann, was sie geleistet hat. Und da ist aber auch noch viel zu tun. Und meine Position ist da sehr eindeutig. Den besten Spitzenkandidaten in Berlin hat die Linke mit Klaus Lederer.
Ja, und auch in Berlin sind ja die Umfragen sehr volatil, wenn ich das richtig sehe. Also ich hatte jetzt vor ein paar Tagen eine Umfrage gesehen, wo wir ja schon deutlich weiter vorne liegen und auch wirklich da noch im Rennen auch sind um Platz zwei. Also von daher auch da, ich meine, die Linke hat in Berlin dieses drängende Thema des Wohnraums, was keine Partei in Berlin so klar vertritt wie die Partei Die Linke, die ja auch das Volksentscheid unterstützt. Also von daher bin ich da auch ganz zuversichtlich, dass wir hier noch mal mobilisieren können in den letzten Tagen. Und nur zu dieser Frage von Rot-Grün. Also ich meine, es gibt jetzt keine Umfrage, nach der es rechnerisch reichen würde. Und deswegen ist Die Linke natürlich der Garant dafür, dass es eine Mehrheit jenseits von Union und FDP gibt. Und ich will nur erinnern, aber auch politisch, warum es auch politisch wichtig ist, weil einige erinnern sich noch an die letzte rot-grüne Regierung und viele Probleme, die wir heute beklagen, sind damals geschaffen worden. Ja? Also ich will nur erinnern an die Agenda 2010, an die Gesetze Hartz I bis IV, die Ausweitung der Leiharbeit, ja, die Hartz IV-Gesetzgebung. Und ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, was ist jetzt der letzten Woche passiert. Ja? Zwei Dinge. Ich meine, der gesetzliche Mindestlohn ist erhöht worden um 10 Cent, das ist ein Witz, und die Hartz IV-Regelsetzung sind in Anführungsstrichen erhöht worden um 3 Euro für Erwachsene. Bei Kindern sind es 2 Euro. Das ist keine Erhöhung von Hartz IV, das ist faktisch eine Kürzung von Hartz IV. Das ist eine sozialpolitische Unverschämtheit. Und deswegen ist es gerade doch so wichtig, dass es eine Linke gibt, die eben auch die Interessen derer vertritt, die zu niedrigen Löhnen arbeiten, die im Hartz IV-Bezug sind. Und deswegen will ich eben nur daran erinnern, die letzte rot-grüne Regierung in diesem Land hat leider nicht zu mehr sozialer Gerechtigkeit geführt, sondern Unternehmen damals entlastet und sozialpolitisch wirklich eine ganze Menge auch Verwüstungen angerichtet. Und deshalb braucht es Die Linke aus rechnerischen Gründen, aber vor allem aus inhaltlich-politischen Gründen.